Tages oder die ersten Sieger des Tages. So, Michael, erst mal Blumenfisch gewässert. Michael, wir machen ein kurzes Interview. Danny kann kommen mit dir. So, Express. Ja, das denke ich auch. Er hat ein paar Radrennen gehabt die letzten Monate, deswegen haben wir ihm bewusst ein bisschen mehr Zeit jetzt gegeben. Und einmal hier vor Ort gestartet. Er war wirklich richtig stark, außenrum neben die älteren Pferde. Tolle Leistung. Ich lasse ihn aus dem Winterzirkel. Der Winterzirkel ist nass, es ist gefährlich für die Pferde. Wir wollen nicht, dass die Pferde sich jetzt noch vor dem Derby verletzen. Ihren herzlichen Glückwunsch bitte für Fair Express, für Michael Nimschick, Trainer Wolfgang Nimschick, Besitzer ist der Stall Express, die Familie Krugmann. Also da haben wir Kandidaten für das Derby-Finale. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Tom kommt zu uns, ohne Pferd, das war Sabine. Tom, herzlichen Glückwunsch. Danke. Tom, tolle Leistung von Newman Newport. Bislang immer in der CCT-Serie, teilweise auch gegen die besten Reihe in Holland unterwegs. Hattest du dem im Vorfeld auch hier schon gute Chancen ausgerechnet? Normalerweise muss er heute siegen. Hat er auch gemacht, von einem Pferd, weil hat sich einfach auch gefehlt. Es ist schwer, nur gegen der jährige Verlauf heute Jahr haben. Sehr unendliches Pferd, auch für die Zukunft, das nächste Jahr, gut Pferd. Er war heute das erste Mal rechts rum, aber das war kein Problem für ihn, oder? Er hat gute Arbeit gemacht. Ja, super. Du bist jetzt seit einigen Monaten bei Jeroen Engwerder. Du hast sicherlich gestern auch die Rennen in Jägersroh sehr, sehr aufmerksam geguckt. Und du hast dich über einen Sieg, hast du dich ganz riesig gefreut, über den Sieg von Weekend Boko. Das ist ein Pferd, wo du der dir sehr am Herzen liegt, oder? Ja, doch. Aber 3 Jahre sehr gute Arbeit mit dem Pferd. Lange gewartet, wieder gewartet, wieder gewartet. Und jetzt ist er da, das macht ihn froh. Könnte Noah Newport auch so ein Pferd sein, der sich so entwickelt wie Weekend Boko, der auch ein bisschen Zeit gebraucht hat? Das will ich mal niemals, aber es kann sein. Tom, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier mit Noah Boko. Ich hoffe, du bist noch heute nochmal im Winner Circle. Vielleicht klappt es ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Vielen herzlichen Applaus bitte für Tom Kummer und für Noah Newport. Gute Leistung. Ja, toll. So, jetzt auf der Siegerparade, Tom Kollmann und Noah Nykjord. Danke, danke, danke. Fahrer und auch der siegreiche Trainer der Stute aus der Besitzergemeinschaft von Hugo Mülker und Jonas Holzschuh gezogen wurde, die Stute auf dem Stütz. Gut, wir laufen ein bisschen, Fotos hoffentlich im Kasten. Jochen, nach Regen kommt Sonnenschein, kann man das jetzt auch sagen?
Ja, es sieht so aus jetzt. Hoffentlich bleibt es noch trocken. Mit Shanti, die war heute total in der Rosse, wo sie fast nicht fahrbar war. Und dann hatten wir auch noch Pech, dass wir festsaßen. Aber jetzt gerade richtig Sonne, ja. Gerade in der Startphase, die IT, die hat ungeheure Grundständigkeit. Das sieht alles so leicht aus, als ob sie überhaupt nicht gefordert werden würde. Ja, das wusste ich jetzt heute auch nicht, weil sie so mit der Einsicherung ein bisschen nach außen drückt. Und ich bin bis jetzt am Start noch nie so konsequent losgefahren, weil ich immer von außen kam. Da kannst du danach ein bisschen weiterfahren. Und heute haben wir mal die Grundständigkeit probiert und das ist ein Phänomen. Das du warst ja auch unterwegs und du hast das Tempo hochgehalten. Bei den letzten Starts konntest du unterwegs mal das Tempo rausnehmen. Aber ich denke mal, heute hat sie auch bewiesen, dass sie auch zu Recht nach Berlin fährt und dass sie auch berechtigte Chancen hat, sich für das Derby zu qualifizieren. Ja gut, an dem Tag brauchen wir dann ein fittes Pferd und muss alles passen. Aber sie hat heute wirklich in der Hörerklasse gezeigt, dass sie auch wieder überlegen war. Und das haben wir wohl gehofft. Und ja, jetzt fahren wir mit guten Mutes und mit einer weißen Weste nach Berlin. Gut, am Freitag wird die Auslosung sein, Startangabe ist Freitag für Studenwerbe und dann hoffst du auf eine gute Start nochmal in der ersten Reihe. Das hoffen wir mal. Jetzt haben wir heute durch das BMW-Rennen ein bisschen Geld aufgenommen, vielleicht kommen wir in die erste Reihe. Vielen Dank Jochen, vielen Dank an IT Security, an die Besitzerfamilie Böker. Besitzer sind Hugo Böker und Jonas Holsch und der Sohn von Jochen. Alle Trainer als auch zur Hälfte von IT Security beteiligt. Ihr lehrt sich nach draußen mit Jochen Holsch und IT Security.